ist Misty, dein neues Zuhause. Und das Ganze macht dir überhaupt keine Angst. Richtig, Madame Taffy Tail? Willkommen zu Hause, Misty. Wow. Hashtag Misty kommt nach Hause. Wow, ihr habt das alles für mich gemacht? Ich weiß, der Hammer, oder? Du wirst es lieben, hier zu wohnen. Komm, du musst unbedingt dein neues Zimmer sehen. Wir präsentieren dir dein neues Bett. Oh, es steht direkt in der Mitte. Für sich und sein Zeug genug Freiraum zu haben, ist sowas von toll, nicht wahr? Entschuldige schon mal das Schnarchen und das Schweben im Schlaf. Gut, ich bin sicher, ich gewöhne mich schon dran. Besonders, wenn meine Sachen ausgepackt sind. Warte, wir helfen dir. Das ging ja schnell. Ist das alles, was du hast? Nun, genau. Ich bastel dir ein paar tolle Schlafzimmer-Deko-Sachen. Dann kannst du dich wohlfühlen. Dankeschön, aber das musst du nicht tun. Ich brauche Glitter, Tordenbecherhalter und stimmungsvolles Licht. Wow, jeder von euch ist so hilfsbereit zu mir. Naja, du bist doch schließlich eine von uns. Und ab jetzt wirst du niemals wieder allein sein müssen, für immer und ewig. Der Wahnsinn. Jetzt ruhig. Sag los, wir feiern heute eine geheime Pyjama-Party. Ich liebe geheime Partys. Ich mach Popcorn. Und ich esse es. Ich kann das doch nicht. Entschuldigt, aber ich habe noch nie mit anderen Ponys zusammengewohnt und ich muss etwas allein sein. Misty? Es ist viel zu viel. All diese Energie, der Spaß und der Lärm. Ich verstehe dich, meine Kleine. Ich mag's auch lieber ruhig und friedlich. Danke, Dad. Ich glaube, ich war bereits viel zu lange allein und darum fühle ich mich nicht wie eine von ihnen. Hey, ist okay, anders als deine Freunde zu sein und vielleicht gewöhnungsbedürftig. Doch ich verspreche dir, du findest deinen Platz. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich jetzt hassen. Ponys? Sunny? Izzy? Zip? Pip? Oh nein, es tut mir sowas von leid. Ich wusste, das würde passieren. Natürlich sind sie weg, Misty, natürlich. Ist das etwa mein Bett? Es ist so gemütlich. Und es hat Privatsphäre. Moment, was ist das? Sag Cheep! Dann links rum und links rum und ha, ha, ha! Genau so, Misty! Was? Na, sag schon! Hab ich irgendwas im Gesicht? Hey, Misty! Ich gehöre wirklich dazu. Ist hier noch Platz für ein Pony? Sicher! Und wie sieht's mit vier aus? Haltet eure Hufe fest, Ponys, das wird eine Bruchlandung. Gesehen? Ich werde immer besser. Viel besser. Schnell, Ponys, wir dürfen die Sternschnuppen nicht verpassen. Kommt schon und vergesst eure Hüte nicht. Los, 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 los. Wir haben es geschafft. Oh, was für perfekt passende Hüte. Die sind so süß.
Süß! Die Dinger auf ihren Köpfen sehen einfach lächerlich aus. Oh ja, muss so ein Erdpony-Wunschtag-Ding sein? Sinnlose Ponys und ihre dummen Feiertagstraditionen. Geradezu traurig. All diese Macht und keine Intelligenz. Ja! So traurig. Okay, Ponys. Macht euch bereit für euren Wunsch. 3, 2, 1. Einfach unglaublich. Wow, sieh dir das mal an. Opalina, bist du in Ordnung? Hast du sie gesehen? Die Magie, diese Macht. Sie sollte mir gehören, nur mir allein. Alles, was ich dafür brauche, ist das Drachenfeuer. Damit kann ich dann endlich meine Kräfte wieder vollständig herstellen. Und du wirst dafür sorgen, dass es dazu kommt. Enttäusch mich nicht. Hatava im Gepäck. Hey! Noch ein Paket. Nicht vom morgigen Morgen öffnen. Mysteriös. Was zur Heugabe ist da drin? Das Große ist bestimmt für mich. Hufe weg von dem dicken Ding. Erst am morgigen Morgen öffnen. Steht auf der Karte hier. Oh, mies. Puh, das war knapp. Was mache ich hier nur? Diese Ponys sind so nett. Oh, komm schon, Misty. Besorg Opaline den Drachen und hol dir den Schönheitsfleck. Konzentrier dich. Ja, noch mehr Glitter. Nein. Ich weiß ganz genau, wie ich den kleinen Drachen auf mich aufmerksam mache. Was? Drachenfeuer, Drachenfeuer, ja, das wünsch ich mir. Opaline! Misty, so früh hätte ich dich gar nicht zurückerwartet. Eindeutig. Hast du gerade gesungen? Nö. Was? Natürlich nicht. Lieder singen, ich? Du musst dich verhört haben. Ist es das, wofür ich es halte? Öffne es. Nach all den vielen Monden. Alles, was ich brauche, gehört nun mir. Endlich kann ich meinen rechtmäßigen Platz als das größte und mächtigste Feuer-Elihorn der Geschichte einnehmen. Was ist das? Sieht dieses Ding etwa für dich wie ein Drache aus, Misty? Ah! Kannst du denn niemals irgendwas richtig machen? Es wird dunkel. Ich dachte, es wäre der Drache. Es tut mir leid, Opaline. Steh da nicht nur tatenlos rum, sondern schaff ihn hier endlich raus! Da ist ja noch ein Paket. Bitte sofort öffnen. Da sage ich nicht nein. Hä? Cloud Puff? Was machst du denn da drin? Ich war auch mal in der Box. Das war so witzig. Cheese! Ich muss los! Sparky! Oh, Sparky! Du weißt, dass ich Pommes am liebsten mag. Du bist der beste Freund aller Zeiten. Oh, wow! Der
Schönheitsfleck von Hitch ist so, so funkelnd. Meiner hat bisher noch nie so gestrahlt. Sparky! Oh, hey, Misty Twisty. Oh, Hitch und Sparky sehen zusammen sowas von niedlich aus, nicht wahr? Ja, sieh dir den Schönheitsfleck an. Er ist so hell. Meiner funktioniert nicht richtig. Er hat noch nie so extrem gefunkelt. Was? Natürlich hat er das, Misty. Nö, aber ist okay. Wahrscheinlich funktioniert er einfach nicht so wie bei anderen Ponys, weil ich ihn erst so spät bekam. Man hat immer genug Zeit, um seine Schönheitsfleckenmagie zum Laufen zu kriegen. Misty, wir müssen nur zusammen herausfinden, was ihn zum Funkeln bringt. Hör auf mich, das Genie. Denn Funkeln zu finden ist so einfach wie Poesie. Poesie? Ich glaube, das ist mir zu hoch. Da geht's dir wie mir. Komm schon, Misty, du bist eine von uns. Gemeinsam mit Freunden findet man immer für alles eine Lösung. Ach, wirklich? Absolut. Alles, was du brauchst, ist ein wenig Funkelunterricht. Es kann losgehen. Take a look a little closer now. Things turned out a little different than how I thought. I thought they would. You have hope, then let me hear it. You have hope, we can cheer it. Happy. Over when you have each other. Traum. Nein, ich meinte ein Traum-Swirl. Oh, die Bestellung ist fertig. Bitte schön. Entschuldigung. Oh, nein. Was zum Hafer stimmt nicht mit mir? Was habe ich erwartet? Ich schaff das doch nie. Ich habe hier zwei süße grüne Träumchen gezaubert, Misty. Misty? Misty, komm zurück. Es ist okay. Obwohl alle Ponys mir unter die Hufe greifen, funktioniert mein Schönheitsfleck einfach nicht. Wem mache ich hier was vor? Ich werde niemals zu diesen Ponys gehören. Jetzt bin ich auch noch in einem super gruseligen Wald. Oh, ganz allein. Gut gemacht, Misty. Kannst du nie was richtig machen? Hey, da bist du ja. Sunny, aber was führt dich denn hier raus in den dunklen Wald? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Der Tag war sicher nicht einfach für dich. Ja, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, als würde ich gar nicht zu euch gehören. Als vor einer Weile die Magie zurückkehrte und ich zum Alihorn wurde, fühlte ich mich nun ein wenig verloren. Und weil ich das einzige Alihorn war, hatte ich das Gefühl, kein Pony würde mich verstehen. Das hört sich echt schwer an. Du musst dich wirklich einsam gefühlt haben, Sunny. Ja, kannst du laut sagen. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich nur einsam war, weil ich all meine Sorgen für mich behalten habe. Wenn ich sie mit Ponys teile, denen ich wichtig bin, werden sie immer da sein und mich auffangen. So wie jeder von euch heute den ganzen Tag für mich da war? Alle Ponys haben sich so sehr bemüht, dass mein Schönheitsfleck endlich funkelt. Ganz genau. Und zwar, weil Freunde das nun mal tun. Und weißt du was? Selbst wenn du immer noch keinen Schönheitsfleck hättest, würdest du trotzdem weiterhin zu uns gehören. Denn Ponys halten zusammen. Wirklich? Meinst du das ernst? Ruf ans Herz? Ruf ans Herz. Misty, sieh nur! Wow, wie hast du es geschafft? Es war der Parcours, nicht wahr? Nun, Izzy, was hat das alles hier zu bedeuten? Wir feiern deine Funkelunterrichtsabschlussfeier. Was denn sonst, du Dummerchen? Piu, piu! Ich reinige die Energie des Anhängers. Ich liebe
über Energiereinigung. Kann ich helfen? Nö, schon gut. Ich schaff das. Irgendetwas stimmt mit der Halskette nicht. Du verhältst dich seltsam, seitdem du sie trägst. Das warst du? Ziemlich lustig, hä? Ja, ha. Sip hat recht. Wieso nimmst du sie nicht einfach mal eine Weile ab? Nein, ich kann sie nicht abnehmen. Sie ist was ganz Besonderes für mich. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Das war echt knapp. Oh, Mondfrüchte. Die hat Opalina am liebsten. Nicht bewegen. Kann sie nicht abnehmen, hä? Huh? Wenn sie das kleine Schätzchen hier sieht, wird sie mich mindestens für 5 Minuten lieben. Halskette, wo bist du? Du solltest dich doch nicht bewegen. Ich schwöre, irgendwas stimmt mit diesem Ding nicht. Zum einen Hof trägt es alle Anzeichen von was Bösem besessen zu sein. Doch zum anderen Hof ist es super duper glänzend. Hey, ich bin Izzy. Ich trage jetzt ein blödes Gedicht vor. Erdponys miefen und Pegasi stinken. Es wäre besser, sie würden in der Spüle versinken. Und das Basteln könnt ihr euch auch abschminken. Oh nein, mein Eisschmierfied! Anscheinend verwandelt es dich in das Gegenteil von dem, was du wirklich bist. Es ist das Antifunkeln! Regeln? Wer braucht die schon? Pep, schmeiß überall Müll herum! Ja, mehr! Ja, mehr! Soll ich euch ein Lied vorsingen? Unglaublich, Misty. So, raus damit. Wer hat sie dir gegeben? War es ein Erbstück, ein Geburtstagsgeschenk? Hast du sie aus Bridalwood? Glaub mir, das willst du überhaupt nicht erfahren. Komm schon, gib mir einen Hinweis. Es sieht nicht nach Pegasus-Schmuck aus. Vielleicht Tierchenschmuck? Kessel! Holt eure Kessel! Sieht mein Kopf dick aus? Ach, ich liebe diesen Nachtmarkt. Hier sprudelt das förmlich vor Ideen. Ich freue mich, dass wir endlich etwas Zeit zusammen verbringen können, Misty. Jetzt können wir all die guten Fohlenerinnerungen nachholen, die wir verpasst haben. Dad! Wow!
Alter! Warte kurz, Izzy, das Zeug habe ich schon mal gesehen. Damit muss man extrem vorsichtig sein, wenn man am Ende nicht erhält. Oh. Hey, Ponys! Wer von euch möchte alles ein Eis haben? Misty, bist du das? Meine Güte, okay, okay. Kein Pony bewegt sich. Ponys, Misty! Oh nein, nicht mit mir. Ich werde dich nie wieder verlieren. Nein, das tust du nicht. Sofort runter! Keine Sorge! Ich hab dich! Bitte nicht! Das darfst du nicht tun! Meine Augenbraue! Das nicht. Geh da weg. Das darfst du nicht machen. Nein. Oh nein. Wo ist der hin? War sowas von klar. Ich bin zu alt für sowas. Ist die? Ab jetzt bin ich immer für dich da, Misty. Huf als Herz. Seht sie euch an. Sie sind schwach, verletzlich. Das ist meine Chance, ihre Schönheitsflecken zu bekommen. Doch so kann ich meinen Unterschlupf nicht verlassen. Jade, Charcoal, holt mir meine mächtige Krone. Los, Alpha, bitte denk nach. Es muss einen Weg geben, die Ponys wieder normal zu kriegen. Kommt und kauft Kräutertees, Beruhigungstee oder auch Entspannungstee. Ich hab's. Entschuldigt bitte! Das hier ist ein Tee-Notfall! Necker Versuch. Damit werdet ihr wieder normal. Wie in meinen Erinnerungen. Es wird Zeit, die Sache für dich und deine Freunde zu beenden, Sunny Star Scout. Verneigt euch vor... Nein! Die hauen einfach ab! Kommt gefälligst zurück! Scheint so, als könntest du einen schönen, heißen Entspannungstee gebrauchen. Was? Tee? Du denkst, ich brauche Tee? Nein, behalt ihn ruhig. Aber ich nehme mir etwas anderes. Ich will mich ja nicht umsonst in Schale geworfen haben. Ah! Hey, was machst du denn da? Mein Schönheitsfleck! Du bist die Nächste, Sunny. Also ehrlich, Misty. Was? So move geht ihr vor! Oberlebe! Ich seh nichts! Misty, tu irgendetwas! Na, endlich! Opalina, du kannst wieder verschwinden. Uns geht's gut. Was war das, Misty? Vor
Fallschirm springen? Oh, das... Du hörst mir nie zu. Alles, was ich von dir wollte, war... Mehr Infos über die magischen Kristalle sammeln und wie sie funktionieren. Das ist doch genau das, was du wolltest. Nicht wahr, Opaline? Ja. Nun, dann beeil dich. Gut, los geht's. Oh, hi Einhornhäschen. Beachtet mich nicht und genießt euer Abendessen. Irgendwer hat definitiv versucht einzubrechen. Doch wer würde das tun? Und vor allem, warum? Vielleicht ist das Glas hier einfach so rausgefallen. Was denn? Könnte doch so passiert sein. Ist irgendwie aufregend, fast wie eine Krimi-Geschichte, nur im echten Leben. Du findest das aufregend? Irgendein Pony wollte die Kristalle stehlen, durch die wir Magie erhalten haben. Das ist nicht aufregend, sondern gefährlich. Sip hat recht. Und als Alihorn... ist es mein Job, diese Kristalle und alle Ponys in Equestria zu beschützen. Entschuldigt die Verspätung. Sparky hat meine Schlüssel in einen Bienenschwarm verwandelt und dann musste ich ihnen Honig besorgen und... Hab ich irgendwas verpasst? Oh. Du kommst genau rechtzeitig, Hitch. Es wird Zeit, dass ich zu dem Alihorn werde, das Equestria jetzt braucht. Aber dafür brauche ich beim Training die Hilfe von all meinen Freunden. Ja. Ja. Okay, Sunny, sprich mir nach. Ich bin stark. Ich bin stark. Ha! Ich bin selbstbewusst. Ich bin das Alihorn. Ich bin stark. Wow. Ich bin selbstbewusst. Wow. Ich bin das Alihorn. Das war einfach der Schütze. Das war unglaublich. Ich habe einen Pony noch nie so schnell gesehen. Erzähl mir endlich irgendetwas über diese Kristalle, Misty. Was in aller Welt dauert daran denn so lang? Nun ja, lustige Geschichte. Ich, was war das? Ist dort irgendein Pony? Wir sollten lieber verschwinden. Ich erzähl dir alles später, Opaline. Was soll das heißen? Du erzählst mir alles später, Misty. Ich habe jemanden gehört und zwar genau hier. Die Hecke hat sich definitiv bewegt. Ach, Hitchipil, das hast du dir nur eingebildet, Kumpel. Hecken können sich nicht... Oh, wow, seht, da drüben läuft sie! Wow! Hey, Sunny. Misty? Oh, zum Glück bist du es nur. Ich dachte schon, es wäre ein gefährliches Pony. Seht mal, Ponys, es war nur Misty. Hi, Misty. Ihr habt nur eure gute Freundin Misty. Cool geflogen, Sunny. Es war unglaublich. Entschuldigt, Ponys, ich muss los. Bye, Misty. Freundin, hä? Da bin ich mir nicht mehr so sicher.